Hallo, liebe Zuschauer. Diese Frau konnte vorher nur mit einem Krückstock laufen, aber jetzt läuft sie ohne. Mama hat sich jetzt behandeln lassen, die ist 83 Jahre, 82 Jahre, ne? Mhm. Und vorher ist sie nur mit Krückstock gegangen, ne? Nehmt ihr bitte mal den Krückstock ab. So. So, jetzt soll sie mal gehen. Wahnsinn. Diese Frau konnte kaum laufen, aber jetzt sieht es viel besser aus. Und dann einmal umdrehen und dann von hinten auch. Und los. Es tut mir natürlich hier weh. Ja, klar, Sie haben jetzt eine andere Position, ne? Nee, ich habe Arthrose. Ja, Sie gehen aber gerade. Diese Therapie hilft jedoch nicht nur beim Gehen, sondern auch gegen Schmerzen. Beim Dieter Kaufmann, bei der Behandlung, so. Was ist anders gegenüber vorher? Was hast du vorher gehabt und was ist jetzt nicht mehr da? Ja, jetzt ist alles weg. Mir ist so leicht geworden und schön. Und die Augen lassen mir irgendwie aufgebläht. Sehr gut. Ja, hast du irgendwelche Schmerzen vorher gehabt und jetzt sind die Schmerzen nicht mehr da? Ist irgendetwas? Doch, ich Schmerzen hatte, jetzt habe ich keinen nicht. Man kann aber mit dieser Behandlung nicht nur Schmerzen wegzaubern, sie macht auch richtig gute Laune. So, Diana, du hast jetzt eine Fernbehandlung bekommen von Dieter Kaufmann, ne? Ja. Okay, erzähl mal, was anders ist als vor der Behandlung. Ich schwebe gerade, ich fühle mich glücklich, meine Augen glänzen, ich fühle mich einfach anders, schöner. Ich strahle, ich lache eigentlich nie, aber ich lache jetzt. Mein ganzes Gesicht voll lachen. Und jeder Patient ist einfach nur glücklich und zufrieden. Ich muss mich nicht mehr aus dem Bett quälen, mir geht's super. Ich habe Energie in mir, ich fühle mich super. Ich kann wieder fast normal laufen. Ich könnte euch noch viele Beispiele zeigen, aber das ist nicht notwendig. Diese Therapie und vor allem der Heiler, der sie anbietet, helfen immer. Seine Erfolgsquote liegt bei 100%. 100%! Nicht ein einziger Patient bleibt unglücklich. Ich habe inzwischen die Methode ausführlich studiert und biete seit ein paar Wochen selbst diese fantastische Therapie an. Um euch diese Kraft zu demonstrieren, habe ich heute eine Patientin eingeladen und zeige euch, wie es funktioniert. Namaste, es freut mich, dass du da bist. Hallo. Hallo, nur mal ganz kurz, bevor wir anfangen. Cola hast du schon überwiesen, ne? Ja, ja. Hast du bezahlt? Ja. Weil wir nehmen das ja für die Werbung auf, ja. Aber du kriegst die Energie trotzdem. Ja. Und okay. Also als ich reingekommen bin, habe ich dich gleich angeguckt und ich sehe schon, dass du ein bisschen Probleme mit deinem Becken hast. Das stimmt, hast du manchmal Kopfschmerzen? Ja, viel, oft. Ja, das habe ich auch gesehen und deine Mutti wahrscheinlich auch, oder? Ja. Sie hatte auch immer mal Kopfschmerzen. Mhm. Ich sehe noch vielleicht eine Schwester, die auch... Hast du eine Schwester? Keine Schwester. Nein. Ja, ich denke, das war auch eine Freundin. Ja, eine gute Freundin, eine ganz enge Freundin, die hat auch immer mit der Kopfschmerzen zu tun, stimmt's? Ja. Aber ich denke, das hat das Ganze mit deinem Beckenschiefstand zu tun. Wenn ich das so angucke, das zeige ich dir auch mal nachher, wo das herkommt. Und sag mal, warst du die letzte Zeit beim Arzt? Haben die mal deine Schilddrüsewerte kontrolliert? Nein. Nein, die sind nicht gut, das sehe ich. Aber das wird jetzt, wenn wir mit der Behandlung fertig sind, wieder gut sein. Also wenn du doch zur Kontrolle gehst, dann werden die nur normale Werte sehen, aber die sind jetzt nicht gut. Okay. Ja, das ist schwierig, ne? Ich denke, am besten leg dich mal bitte hin, hier auf diesem Teppich. Das ist... Genau hier so? Genau, leg dich einfach hin. So nah zur Mutter Erde, wie das überhaupt geht, das ist ganz wichtig. Also dieser Teppich, nur so nebenbei, würde ich mal erzählen, das habe ich aus
aus Nepal mitgebracht von meinem Guru. Jeden Knoten, was du hier siehst, steht für ein gerettetes Leben. Ja, das Problem sieht man jetzt schon, ne? Wenn man hier, guck mal das an, guck dir das mal an, ne? Siehst du das? Mach mal ganz entspannt, ganz locker, ne? Ich möchte mal deine Beine ein bisschen hier befreien, gut, okay. Also siehst du, ne? Siehst du das? Dein linkes Bein ist ja fast, würde ich mal sagen, so 6 cm kürzer als das andere. Und davon kommt dein Beckenschiefstand natürlich, klar tut das weh. Und jetzt werde ich dich heilen. Mach die Augen zu, konzentriere auf meine Stimme. Ich bitte das Universum und alle Dimensionen in der Zukunft, Vergangenheit, jederzeit jetzt um Hilfe. Und die erste Teil mache ich mal ganz leise, ganz still, da muss ich ein bisschen innehalten. Also bitte ich auch, du bleibst mal still. Das hast du gespürt, stimmt? Ich habe gesehen, dass dein Bein ein bisschen gezuckt hat. Das ist normal, nicht erschrecken, nicht erschrecken. Ich fasse dich nicht mehr an. Jetzt versuchen wir mal, die LWK ein bisschen zu richten. Ein bisschen so rotieren auch. Gut. Und dann jetzt machen wir hier dein Becken. Gut, und jetzt komm, setz dich nochmal hin und guck mal deine Beine an. Siehst du das? Siehst du das? Mhm. Hast du das gespürt? Ja. Das war, ich habe das schon gedacht, aber... Und jetzt steh auf, bitte. Und wie fühlt sich das an? Wie neugeboren. Wie neugeboren, ja. Komm. Vielen Dank. Was haltet ihr davon, was ihr gerade gesehen habt? Wenn ihr denkt, dass sowas doch gar nicht möglich ist und ihr jetzt auf eine Erklärung dieses Gags wartet, muss ich euch enttäuschen. Das war kein Gag. Es gibt tatsächlich sogenannte energetische Heiler, die genau das für viel Geld anbieten. Die Masche ist immer die gleiche. Jedes Problem hat etwas mit einer geheimnisvollen Energie zu tun, die für einfache Menschen wie dich und mich nicht begreiflich ist. Diese Energie fließt durch die Wirbelsäule und wenn die Wirbelsäule nicht gerade ist, entstehen Blockaden im Energiefluss. Wenn man die Wirbelsäule wieder ausrichtet, wird also wieder alles gut. Leichtgläubige Patienten müssen aber erst überzeugt werden. Und nichts ist einfacher als das. Der Heiler zeigt, wie furchtbar krumm alles sei. Was hat denn da wieder einen Schiefstand? Die Wirbelsäule geht hier, dann geht die hier runter. Ein Loch. Nee, du hast nicht ein Loch, du hast einen Schiefstand. Aber rechts. Ja. Guck dir das an. Ein Loch, ja. Sagt der. Nach rechts. Guck mal, ja. Wie viel der rechts hat. Das sind fast 2 cm. Guck dir das an. Ja, das ist Violetta, Probleme. Das siehst du. Boah. Der hat hier eine Linkskurve und die Wirbelsäule geht rechts drüber. Komm mal fühlen. Also, das wusstest du das? Das hat man gesehen. Ja, aber ganz, die Leute wissen das noch niemals. Dass, ja, die, dass das nicht. Alles nicht funktioniert, ist ja selbstverständlich. Also, jetzt machen wir, filmst du bei mir? Ja. Sehr gut. Also, er hat hier Wirbelsäule und dann hat er hier eine Kurve und dann geht die hier rechts rüber, die Wirbelsäule. Und wenn wir jetzt hier drauf drücken auf die Wirbelsäule, hier, und hier oben auf die Wirbelsäule, haben wir wie viel Zentimeter Unterschied? Boah, 3, 2, 3. Nee, 3 mindestens, 5 sogar. Nein, 5 nicht. Nein, 3. 5, dann wird er so schräg gehen hier. Also, richtig viel Unterschied, ne? Okay, 3. So. Also leg dich mal hin. Ja, ganz interessant, ne? Man muss sich für diese präzise Untersuchung nicht einmal entkleiden. Das passt auch so. Bei jedem Patienten werden natürlich ganz furchtbare Verkrümmungen festgestellt. Messwerte muss man aber nicht dokumentieren, die sind egal. Diese ganze Untersuchung ist lediglich eine Show. Das einzige Ziel ist, die Patienten und deren Angehörigen zu überzeugen. Manchmal wird dafür sogar eine Wasserwaage herausgeholt, um das schiefe Becken darzustellen, aber eigentlich reicht auch ein einfacher Kugelschreiber.
Man lässt den Patienten hinlegen, das ist ganz wichtig, da man so die Beine leicht verschieben kann und bei jedem Menschen Zentimeter große Unterschiede in der Beinlänge zeigen kann. Das funktioniert bei jedem, ihr könnt es gerne zu Hause auch ausprobieren. Es wäre viel sinnvoller, diese Untersuchung im Stehen durchzuführen, aber dann würde niemand mehr daran glauben, dass diese Unterschiede wirklich existieren. Stellt euch mit einem Bein auf eine 2 cm hohe Kante und ihr werdet sofort spüren, was für einen Unterschied das macht. Oder zieht einfach einen Schuh, aber nur an einem Fuß an und versucht so zu laufen. Schiefe Becken und unterschiedlich lange Beine existieren dennoch wirklich. Aber wie geht wohl ein echter Fachmann damit um? Wir müssten dazu mal einen Orthopäden fragen. Einen Orthopäden mit jahrzehntelangen Erfahrung findet man ziemlich einfach auf Twitter oder X unter dem Pseudonym Orthopädenker. Ich habe mich mit dem Kollegen über diese Sachen ausführlich unterhalten und er hat mir im Gespräch erklärt, was Beckenschiefstand und verkürzte Beine wirklich bedeuten und wie man diese Veränderungen feststellen kann. Er hat mir sogar erlaubt, die Erklärung aufzunehmen und für euch abzuspielen. Hier ist also Originalton vom Orthopädenker. Erstmal danke für die Einladung, danke für das Vertrauen. Ich bin Orthopäde seit über 20 Jahren, war in der Unfallchirurgie gearbeitet, ich war in der operativen Orthopädie und habe sehr lange Zeit eine große Praxis geführt für Orthopädie und spezialisiert auf Wirbelsäulentherapieverfahren. Wenn ein Patient zu jemandem kommt und es geht um Beckenschiefstände oder um Beinlängen, Unterschiede, dann muss der Arzt möglichst ihn zunächst mal überhaupt anschauen. Man muss eine visuelle Inspektion durchführen, den Patienten nach seiner Vorgeschichte fragen und dann muss man ihn sorgfältig vermessen. Geht es um Beinlängenunterschiede, muss man möglichst von dem Becken, sogar Becken kämmen, bis runter zu den Sprunggelenken zum Außenknöchel ausmessen und die Gegenseite mit untersuchen. Dann kann man eine unterschiedliche Länge feststellen und das Ganze in ein Verhältnis zur Wirbelsäule setzen. Diesen in Zusammenhang zu bringen, das ist ein sehr komplexes Thema. Das kann man mit Sicherheit nicht zwischen Tür und Angel erledigen oder auch nicht aus der Ferne und auch nicht ohne wirklich auf jahrelange Erfahrung zurückgreifen zu können. Diese Untersuchung im Liegen, ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll. Was haltest du davon? Davon kann man überhaupt nichts halten. Im Liegen bewegt sich der Körper völlig entspannt, liegt der Körper völlig entspannt, kann an einem Bein ein bisschen ziehen, der Patient dreht sich auf die linke Seite und plötzlich ist das rechte Bein länger. Im Liegen gehen solche Untersuchungen, kurz gesagt, absolut nicht. Nach der Untersuchung im Liegen kann man keine seriöse Aussage treffen, weder zu Beinlängendifferenzen noch zu Rückenverkrümmungen. Durch solche sogenannten Behandlungen kann überhaupt nichts geheilt werden. Orthopädie ist ein Fach der manuellen Therapien, des Eingreifens und des Bewirkens. Und das kann man nicht durch eine Aura erreichen oder durch eine Liege herumschleichen, auch nicht durch Anmalen am Fuß und dann vorher-nachher-Bilder machen, sondern die Orthopädie ist ein Fachgebiet des Tuns und des Handelns. Und solche Tätigkeiten sehe ich hier nicht. Und deshalb muss man sagen, hier ist keine Therapie zu erkennen. Wenn man etwas tut, dann müsste man Beinlängendifferenzen, nachdem man sie gründlich vermessen hat, kann man sie ausgleichen. Ganz geringe Beinlängendifferenzen noch im Schuh mit Einlegesohlen und dann eben am Schuh, außen am Schuh. Damit kann man alles bis 3,5 cm hervorragend in den Griff bekommen. Alles, was darüber geht, ist dann schon sehr pathologisch, also sehr krankhaft. Und dann bleiben Therapien wie eben Operationen, Ausgleich. Aber auch da helfen nur fachgerichtete, spezialisierte Therapien und kein Hokuspokus. Geht, wenn ihr Probleme habt, geht bitte zum Fachmann, geht zum Arzt, zunächst zum Hausarzt oder geht dann zum Orthopäden, geht zum Rückenspezialisten und nicht zu Menschen, die übers Internet irgendeinen Mumpitz verbreiten. Finger weg von solchen Heilsversprechen, Finger weg von solchen Menschen. Das, was ich euch also zuvor gezeigt habe, ist absolut falsch. Aber das wird genauso praktiziert. Und die Patienten lieben es. Und übrigens, die Videos, die ich euch am Anfang dieses Videos gezeigt habe, stammen vom Instagram-Kanal Dieter Kaufmanns, auch bekannt als Heiler Solingen. Und diese Patienten haben alle eine ähnliche Behandlung erhalten, wie ich euch gezeigt habe. Ich weiß nicht genau, wie seine energetische Behandlung aussieht, da ich auf seinen Kanälen kein Video von einer echten Therapiesitzung gesehen habe. Jeder Heiler macht es ein bisschen anders. Manche machen zum Beispiel so, andere machen lieber so.
Es hängt davon ab, auf welchem Level sich der Heiler befindet. Hier kann man sich beispielsweise bis Level 4 ausbilden lassen. Und das ist schon mal ganz gut. Man braucht dafür natürlich einen Haufen Geld und 2700 XP. Dafür kann man aber schon ein paar mehr Spellslots freischalten und man kriegt die ersten nützlichen Class-Features. Ich habe auch Heiler bis Level 6 gesehen. Ich selbst bin aber bei Level 8. Also, ich weiß nicht, auf welchem Level Dieter Kaufmann ist, aber die Bilder, die man bei ihm auf Instagram findet, sind bedenklich. Immer wieder dieser kleine Trick mit der Beinlänge, dann auch noch solche Röntgenbilder, die er als MRT bezeichnet. Das sind ja zwei komplett unterschiedliche Untersuchungen. Eine Methode arbeitet mit Röntgenstrahlen, die andere Methode mit einem starken Magnetfeld. Schlimmer ist, dass diese Bilder von zwei unterschiedlichen Menschen stammen. Man könnte ansonsten schlecht erklären, wie das Becken auf einmal ein paar Zentimeter breiter geworden ist. Sowas lässt sich ziemlich einfach prüfen. Schaut nur mal her. Seht ihr? Dieses Becken ist deutlich breiter. Ich kann natürlich erzählen, was ich will. Menschen, die an sowas glauben, haben mit der Realität keine Berührungspunkte mehr. Sie sind außerdem bereit, ein paar hundert Euro einfach hinzublättern. Der Herr behandelt aber nicht nur Menschen, sondern auch Tiere. Hund und Katze für 120, Pferd auf Anfrage. Ich habe nachgefragt, was sie für eine Schildkröte verlangen würden, aber sie sind leider aktuell im Urlaub und ich habe keine Antwort bekommen. Sollte ich noch eine bekommen, würde ich davon berichten. Aber was ich absolut verblüffend finde, dass das zu behandelnde Objekt nicht mal leben muss. Er kann auch Autos oder Häuser behandeln. Für 140 Euro wird nicht nur das Auto entstört, sondern auch das Handy. Und was diese Entstörung sein sollte, das ist nicht beschrieben. Menschen, die für sowas Geld ausgeben wollen, wissen das wahrscheinlich ohnehin. Als ich nach einem Video über Autoentstörung gesucht habe, fand ich dieses herrliche Video mit Meister Jumbo oder Jumbo, der eine echte Entstörung erklärte. So, liebe YouTube-Freunde, ich habe ein Kofferradio genommen, bin von der damaligen Zeit, Baujahr 54-55. Ein total cooles Video, hat aber wahrscheinlich nichts damit zu tun, was der Energieheiler mit modernen Autos anbietet. Das ist etwas ganz anderes. Und ja, ich habe dazu ein Video gefunden. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Cornelius von Lessen, energetischer Heiler, der feinstoffliche Virenscanner. Ein besonderes Thema, Autos und Wohnmobile energetisch heilen. Cobra, Holzcobra, das machen wir jetzt auch. Die Emotionen derjenigen, die das Auto gebaut haben und die Emotionen derjenigen, die das Auto warten. Das ist ja vielleicht, können wir in ein Paket machen. Also alle negativen Emotionen, die diesen Gegenstand, Auto, Wohnmobil, betroffen haben, wo jemand, nehme ich jetzt vollständig aus dem System, das ist noch ein Unterthema, nehme ich jetzt vollständig aus dem Fahrzeug jetzt raus, in diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelten, allen Dimensionen, allen Zeiten. Friede, Freude, Leichtigkeit spielen wir jetzt ein. Und bitte im Namen derjenigen um Vergebung und Auflösung in Licht und Liebe jetzt, hier und sofort. So. Na, jetzt wisst ihr, was der Nikolaus im Sommer macht. Der Herr von Delphin TV bietet aber natürlich auch Wirbelsäulebegradigung und auch Beinlängenausgleich an. Durch ein Video. Und ja, das ist eigentlich nichts Neues, das bietet ja auch Dieter Kaufmann an. Er nennt das Fernbehandlung. Und ich muss zugeben, ich war echt überzeugt, dass diese Art der Charlatanerie bereits in den 90ern ausgestorben sind. Aber nein, sowas gibt es auch im Jahr 2024 immer noch. Und das ist Wahnsinn. Also gerade diejenigen, die mit dem Rückenschmerzen haben, die mit den Hüfteschmerzen haben, die mit den Knieschmerzen haben, Füßen,
Schauen Sie sich dieses Beinlängenausgleichvideo und Wirbelsäulenaufrichtung oder Wirbelsäulen, wie man es immer nennen soll, Ding-Video an. Und das ist das, was wunderbar in Ergänzung dazu ist. Oder alleine. Manchmal reicht es schon, alleine dies zu machen. Gut, jetzt mal schauen, dass auch alle da sind, die das Video sich gerne anschauen möchten. Oh ja, es ist eine ganze Menge da. Erzähle ich ja immer wieder, aber die Fangruppe meiner Videos kennt das ja schon. Diese Videos sind zeitlos. Wann immer sie schauen, die Wirkung ist immer da. An dieser multidimensionalen Persönlichkeit, die hier steht, Frauen, Männer, alle sind vor mir. So, das haben wir gemacht. Und jetzt geht's los. Und jetzt bitte ich um Beinlängenausgleich. Das mache ich mal still. Ich sage aber gleich, wenn es fertig ist. Wenn ihr euch die Kommentare unter dem Video anguckt, dann werdet ihr aber erst staunen. Die Grundreinigung habe ich enorm gespürt. Ich spüre einen drastischen Unterschied zu vorher und das schon nach dem ersten Mal ansehen. Wow, mein Fuß fing doll an zu kribbeln. Mein Unterkiefer hat sich ebenfalls ausgerichtet. Ich bin gerade absolut überwältigt. Es hat geknackt im rechten Knie. Es hat tatsächlich funktioniert. Der Mann ist unfassbar. Kann manchmal vor Knieschmerzen gar nicht mehr gehen, muss nur sitzen und nachdem ich mir das Video angesehen habe, kann ich wieder rumspringen wie eine Gazelle. Unglaublich, aber wahr. Ich muss zugeben, ich bin von sowas nicht mehr geschockt. Ich habe ja schon einmal ein Video von Brazo gesehen. Der guckt starr vor sich hin und Menschen fangen an zu weinen. Er heilt Krebs mit seinem Blick. Was wollt ihr noch mehr? Ich denke, er hat mindestens Level 18 erreicht. Wollt ihr mal sehen, wie seine Performance live aussieht? Es tut mir furchtbar leid, aber ich konnte diese Chance einfach nicht widerstehen. Mache ich aber nie wieder, versprochen. Aber ja, Brazo hat die Welt verstanden. 1,6 Millionen Aufrufe, ausverkaufte Hallen und dafür macht er nichts. Er steht da und guckt. Damit steht er tatsächlich über jedem einzelnen anderen Scharlatan, der sich doch halbwegs bemühen muss, etwas zu verkaufen. Der Typ hier latscht auf die Bühne, steht dort ein paar Minuten lang, ohne ein Wort zu sagen und verdient sich dumm und dämlich. Also Hut ab, Brazo. Hut ab. Alle anderen auf niedrigeren Levels müssen also weiterhin so tun. Nicht Brazo. Brazo, guck nur. Ach, das ist wieder was Neues. Hm? Zum Schluss aber doch noch ein paar ernsthaftere Gedanken. Solche Darstellungen von Vorher-Nachher-Bildern sind nicht nur irreführend, sondern verstoßen auch potenziell gegen das Heilmittelwerbegesetz. Solche Bilder können Verbraucher täuschen und sind daher verboten. Ich habe die Seite natürlich bei der Verbraucherzentrale gemeldet und ich hoffe, dass sie eingreifen werden. Sie haben mir schon bestätigt, dass sie der Sache nachgehen werden. Manche von euch denken sicherlich, dass Menschen, die auf solche völlig idiotische Angebote hereinfallen, nicht mehr zu retten sind. Sie denken nicht mehr rational und sie sind vielleicht auch sogar selbst schuld dran, wenn sie so ein Angebot in Anspruch nehmen.
Dem möchte ich aber widersprechen. Es gibt Lebenssituationen, in denen viele Menschen einfach nicht mehr rational denken können. Eine schwere Erkrankung, der Verlust eines geliebten Menschen oder Krisensituationen aller Art können dazu führen, dass Menschen irrational handeln. Jeder kennt die verrückte Tante, die von Esoterik besessen ist, aber es gibt noch viele andere, die in schwierigen Momenten Halt bei solchen Angeboten suchen. Viele, die vor Brazos Blick weinen oder Hilfe beim Solinger Heiler suchen, befinden sich in hoffnungslos erscheinenden Situationen. Sie werden von solchen Scharlatanen ausgenutzt und abgezockt. Und wir müssen irgendwie diesen Abzockern das Handwerk legen und gleichzeitig verstehen, warum so viele Menschen an solche Dinge glauben und dort Hilfe suchen. Offensichtlich bieten wir ihnen keine vernünftigen Alternativen. Aber warum nicht? Was sollten wir anders, besser machen? Selbst wenn wir jeden einzelnen Scharlatan auf der Welt verschwinden ließen, würde sich diese Szene immer wieder neu formieren, weil es einen enormen Bedarf dafür gibt. Es könnte hilfreich sein, Menschen, die solche Hilfe suchen, nicht zu belächeln, sondern sie zu fragen, warum sie das tun. Vielleicht brauchen sie nur Zuwendung. Vielleicht können wir diesen hilflosen Menschen selbst helfen, ihnen Aufmerksamkeit schenken und so den Scharlatanen den Wind aus den Segeln nehmen. Es ist wichtig, Empathie zu zeigen und nach Wegen zu suchen, wie wir echte Unterstützung bieten können, um den Kreislauf der Ausnutzung zu durchbrechen. Was denkt ihr, wie könnten wir damit anfangen? Kennt ihr Menschen, die an solche esoterischen Heilmethoden glauben? Lasst uns drüber reden, vielleicht lernen wir alle zusammen etwas dazu. Danke, dass ihr da wart und nochmal vielen, vielen Dank für die Hilfe an Orthopädenker. Wir sehen uns bald wieder. Your crystal's shining, false light flickers, my code's sipping, reality's liquor, data streams, cracks your glow, debunk the healer, truth over show.